Roman Hargara ist es auf alle Fälle. Immerhin ist er doppelter Olympiasieger. Und dann haben wir aber auch noch Robert Sommer im Studio und dann auch noch Sabine König. Was hat euch so zusammengewürfelt? Dieses Buch. Das darf ich jetzt mal ganz kurz in die Kamera zeigen. Gold richtig, die Erfolgsformel des doppelten Olympiasiegers Robert Hargara. Warum habt ihr ein Buch geschrieben und das mit vereinten Kräften gleich mal zu dritt? Ja, wäre es langweilig, oder? Könnte ich sagen, nein, natürlich nicht, sondern wir haben seit Jahrzehnten eigentlich darüber gesprochen. Nur ich war ja viele Jahre im Sportjournalistengewerbe und hatte dann keine Zeit für das Buch. Jetzt bin ich Schriftsteller und jetzt haben wir unseren Traum verwirklicht, gemeinsam mit Sabine König, mit ihren Bildern, ein Buch über Roman Hargara zu schreiben. Aber es ist kein Buch über seine Segelkarriere alleine, sondern über seine Philosophie. Ja, dann fragen wir doch gleich, was ist deine Philosophie denn, Roman? Ja, prinzipiell ist es so, dass man, also ich für meinen Teil jetzt kann das sagen, in sich hineinhorchen sollte und für sich das herausfinden sollte, was eigentlich der richtige Weg ist. Und ich habe das gemacht für meinen Teil und bei mir ist das Segeln rausgekommen. Und ich bin diesen Weg gegangen, ich habe das dann von Kindheit auf schon gemacht und bin dann in den Wettkampfsport gekommen und ja, habe dann natürlich sehr viel gelernt und es hat ein bisschen gedauert auch, bis die ganz großen Erfolge sich eingestellt haben. Aber mit den beiden Olympiasiegen in Sydney und Athen, das war natürlich dann der Höhepunkt. Und, ja. Der Segelsport ist in Österreich ja, mit Randsportart, das meine ich gar nicht böse, ja, aber bei uns gibt es Skifahren und Fußball und das war es dann am Ende des Tages. Über mehr geht die Berichterstattung meistens dann nicht hinaus. Tennis vielleicht noch ein bisschen, aber Segeln ist dann trotzdem immer so ein bisschen medial im Hintergrund. Ist das auch ein Grund, warum man dieses Buch geschrieben hat, dass man sagt, man möchte auch den Sport vielleicht ein bisschen in den Vordergrund bringen, wo man ja auch erfolgreiche Sportler hat? Naja, ich bin ja dann eigentlich schuld. Ich war ja lang Sportjournalist, dass es so ist, wie du gesagt hast. Aber ist doch so, oder? Es ist so, aber weltweit ist es nicht so. Weltweit ist eigentlich Skifahren eine Randsportart. Naja, aber Segeln ist halt eine Weltsportart. Und wie gesagt, es geht, glaube ich, Sabine, es geht ja eigentlich nicht nur um Segeln, sondern es geht darum, wie man glücklich werden kann. Ja. Und was mir am Roman am meisten gefallen hat, und das Motiv, das Buch zu schreiben, ist, als er mir gesagt hat, wenn ich am Meer draußen bin und das Wetter ist furchtbar und die Blitze schlagen ein und die Wellen sind hoch, kann ich schimpfen und kann jammern, aber die Blitze schlagen weiterhin. Ja. Ich kann aber alles was tun, ich kann meine Manöver tun und über diese Manöver im täglichen Leben schreiben wir. Ne? So gesehen ist Segeln eigentlich eine Weltsportart, wenn man so sieht, auch in Österreich. Sabine, du hast die Fotos für das Buch gemacht. Mhm. Was war dann besonders herausfordernd? Also ich blätter mir das mal kurz durch. Sind ja auch sehr freundschaftliche Bilder da offenbar dabei. Allerdings, ja. Was hast du da herausgefunden, als du so durch die Linse geblickt hast? Vielleicht auch über diesen netten Herrn da an meiner Seite. Na, der nette Herr war natürlich vor mittlerweile fast 20 Jahren er hat mich sehr nett durch die Linse angeschaut. Ich natürlich auch, da haben wir uns näher kennengelernt, lieben gelernt. Und das war vor den Olympischen Spielen, vor Sydney. Und seither gehen wir gemeinsam durchs Leben. Und ich komme auch von der Kunst und vom Sport und habe natürlich versucht, die Kunst im Sport umzusetzen, zu finden. Und versuche auch immer, die Bilder etwas künstlerisch zu gestalten und nicht nur von der rein technischen Seite zu sehen. Und du spielst immer Mäuschen, so damit du nicht merkst, dass du fotografiert wirst vielleicht. Weil das ist ja auch immer die hohe Kunst. Naja, wenn ich auf seinem Boot mitsegle, dann bin ich sehr wohl Mäuschen und komplett auf seine Anweisungen angewiesen, weil sonst ist man sehr schnell über Bord. Ja. Genau, sonst muss man, Hauptsache die Schwimmweste ist angezogen. Ja, das hier war ja spezialisiert, Sportler auch sehr erotisch aufzunehmen. Und ich glaube, man kann sagen, na, da habt ihr euch das nicht, aber Nacktfotos hat sie nicht gemacht, sondern erotische. Und dabei haben sich die beiden ja auch kennengelernt und dabei hat es auch gefunkt. Das heißt, man könnte sagen, die nackten Tatsachen haben für Roman Hargara gesprochen, jetzt im übertragenen Sinn. Würdest du sagen, Roman, dass du alles richtig gemacht hast? Sicher nicht alles richtig, aber sehr viel würde ich sagen. Also speziell jetzt, was mein Leben betrifft, was den sportlichen Teil betrifft, den privaten Teil. Mit Sabine habe ich mein Glück gefunden. Ein Freund hast du auch mit mir. Ein guter Freund, genau. So viel Harmonie und Liebe in diesem Studio. Nicht immer, es sind keine Politiker. Bitte nicht streiten, gell? Aber es ist trotzdem arg, ich meine, du machst da Tornado-Segeln und sowas, also wirklich Extreme-Sailing. Warum macht man das? Also du willst wirklich immer deine Grenzen ausloten. Ich bin ja so ein Scheißerl, weißt du, ich mache mich hier schon an, wenn es einen Donnerblitz gibt. Du bist auf hoher See draußen. Warum macht man das?
Ja, in erster Linie war es bei uns einmal der Wettkampfgedanke, deswegen sind wir auch in den Sport gekommen. Wir sind dann eben zum Wettkampfsegeln gekommen und jetzt ist es mittlerweile so, dass natürlich immer eine Steigerung her muss und der Segelsport hat sich weiterentwickelt. Jetzt gibt es diese vollenden Boote, wo das ganze Boot aus dem Wasser kommt, das immer schneller wird. Wir fahren bis zu 70 km/h im Wasser, also das ist schon ziemlich hohe Geschwindigkeit. Also auch Adrenalinrausch. Adrenalin ist natürlich dabei und ja, es ist natürlich nach wie vor der Wettkampf, also wir sind nach wie vor motiviert, auch Siege einzufahren und dazu noch die Geschwindigkeit und die Action, die ist einfach das, was fasziniert. Da wünschen wir natürlich viel Erfolg. Noch eine ganz kurze Frage, warum soll ich dieses Buch lesen? Eine Leseempfehlung vielleicht an unsere Zuseherinnen und Zuseher? Eine Gegenfrage, willst du keinen goldrichtigen Weg gehen? Also, jahrelang probiert, stets gescheitert. Ja, vielleicht sollte ich dieses Buch lesen. Dann bieg auf und geh den goldrichtigen Weg mit dem Roman Hagaya. Goldrichtig also, dieses Buch ist Ihnen sehr ans Herz zu legen. Danke, dass ihr da wart. Gerne, freut danke, mich sehr danke. Und ja, viel Erfolg, in welcher Richtung auch immer es sein mag. Wir sind an dieser Stelle jetzt ganz kurz in einer Werbepause, sind aber gleich wieder mit Marcel Schachinger für Sie da und unserem Event des Tages. Bis dann.